du nach Manchester fliegst oder nicht. Auf alle Fälle Montag. Ja, Darling, warum schreibst du dir das auf? Um nichts durcheinander zu bringen. Wieso durcheinander zu bringen? Natürlich, ich muss mir doch alles genau einteilen. Ich habe doch geschäftliche Termine und da teile ich mir alles ganz genau ein, damit ich frei bin, wenn du kommst. Bleib doch einfach eine Woche lang hier. Und du wirst sehen, wie dein Meister sein System beherrscht. Vanessa, meine Britin, die kennst du ja. Sie wird in knapp 10 Minuten abfliegen und 15 Minuten später landet Verena. Bitte, ich muss zugeben, es ist genial. Aber es ist wieder natürlich. Du liebst doch diese Frauen nicht. Wie kannst du so etwas sagen? Natürlich liebe ich sie, jede einzelne von ihnen. Ich liebe sie so sehr, dass ich mit zwei von ihnen nicht leben könnte. Die dritte würde mir fehlen. Ein Brief? Ja, das sehe ich selbst. Ein Brief für eine Miss Vanessa Hawkins. Kennen Sie die? Nee, davon gehört. Ja, wie kommt denn dieser Brief hierher? Ja, wie kommt denn dieser Brief hierher? Ja, wie kommt dieser Brief hierher? Ja, ich sagte doch, ich weiß von nichts. Wir werden doch hoffentlich nicht allzu lange hierbleiben, oder? Sagen Sie, sind Sie zu allen Gästen von Herrn Burlach zu liebenswürdig? Ich meine es doch nur gut mit Ihnen. Das ist kein Leben hier. Der eine geht, der andere kommt, das Tag für Tag, Nacht für Nacht. Oh, sehr gut. Oh. Oh. Aber im Gegenteil, wird geschehen. Das ist mir furchtbar peinlich. Keine Ursache, mir war es ein Vergnügen. Das sind die Zigaretten, die ich holen muss. Übrigens, wissen Sie, dass die Französin schon hier ist? Ja, ich habe sie bereits geküsst, gesehen. Bitte tun Sie es nicht. Sie würden etwas zerstören. Gerade so, wie Sie jetzt aussehen, ist es perfekt. Sie sehen aus wie ein Bild von Picasso. Von Picasso? Ja, aber aus der Rosa-Epoche. Du hast eben noch nicht genug kaltes Blut. Gut, wir werden ja sehen, wie kalt dein Blut ist. Weil er riecht bereits hier. Oh Gott! Was ist das? Englisch mit Klingeleffekt. Mein Gott, was soll ich tun? Ich will mich wieder in eine Zeit zünden. Jeden Augenblick kann die Bombe hochgehen. Da, da bist du ja endlich. Ich habe nicht baden gehen. Der wird dann später baden. Ich denke nicht daran. Wie bitte? Ich habe gesagt, ich denke nicht daran. Ich will sofort baden. Siehst du, dann will sofort baden. Er ist unser Gast. Er hat den Sorten. Du hast aber sehr gut, Freunde. Mein Kopf. Aber Verena, versteh doch. Gnädiger. Ja. Wie können Sie sich das gefallen lassen? Was soll ich tun dort? Ich bin machtlos gegen James Last. Du küsst ihn auf den Mund? Ja, er küsst wundervoll. Ich möchte die Erfahrung mit ihm nicht missen. Du warst auch nicht schlecht. Auf deine Art. Bye, bye. Sieht mich nicht mehr. Ich werde nämlich heiraten. Was? Ein Hintermädchen? Mit einem roten Punkt zwischen dem Raum.